Hallöchen, herzlich willkommen zu Wolfenstein Youngblood. Es ist wieder Samstag. Wir nehmen wieder für euch auf. Hallöchen. Ja, guten Tag. Letztes Mal haben wir Bude 3 geschafft und sind fast lebend rausgekommen. Jupp, sieht man an unserem Leben. Ja. Wir haben jetzt die Schnellreise freigeschalten. Hallo. Für Bruder 3, falls wir dann wieder zurück müssen, können wir jetzt schneller hin. So, wir sammeln wieder die täglichen Questen ein, gucken, ob es was Neues gibt. Und wenn nicht, arbeiten wir unsere Mission einfach ab und machen weiter mit den Hauptgeschichten. Hier ist noch mein Leben. Brauchen wir noch eins? So, hilf mir bitte mal, Hallihallo. Außerdem können wir Aufgaben eins abgeben. Geht noch. Ja, naja, die eine abgeben. Ja. Wo war hier dieser... ich mache gerade meine Waffe voll. War die Mission erfolgreich? Gab's doch auch. Ja, ich gebe gerade die Mission ab, Sekunde. Darin sind vielleicht sehr wichtige Informationen über das Einstimmungsgerät. Eines der Dat-Yishut-Artefakte, die Gerüchten zufolge in Labor X sein sollen. Très intéressant, no? Bestohlene Forschung abgeschlossen. Mädels, ihr müsst nach Klein-Berlin. Dort befindet sich ein Videoband, das von General Lothar Brandt aufgezeichnet wurde und im Verhörzentrum des Regimes liegt. Es könnte wichtige Informationen zu Labor X enthalten. Ich weiß nur, wo es ungefähr aufbewahrt wird. B-Gamma irgendwas. B-Gamma. Ist angeblich gut bewacht. Seid vorsichtig. Ja, immer. Achso. So, ich nehme mal die täglichen Sachen auf. Töte Kampfhunde mit 4 Pistolen. Ihr solltet mit Pistole überall üben, Bomben zum 5 Kampfhunden zu treffen. Sie explodieren sie mit einem Schuss, man muss nur richtig treffen. Dafür haben wir noch 23 Stunden Zeit, das nehmen wir an. Dann ist etwas, so viel wie die Mädels herumrennen, braucht ihr unbedingt genug Energie. Also geht raus und findet etwas zu essen, okay? 5-mal essen, das geht leicht. Und Regimepolizisten töten? Ja, wöchentlich, mal gucken. Das Regime hat wirklich viel Angst vor euch, nützt die Gelegenheit und überwältigt so viele wie möglich von ihr draußen seid. Aber wir haben noch 4 Tage, um 777 Leute umzubringen. Oh, das wird ganz knapp. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Rüstung, ich würde gerne viele Daten der möglichen Rüstung des Regimes sammeln, wenn ihr 100 Teile, ja 100 Teile, easy. Während ihr Mädchen da draußen unterwegs seid, Regime-Deppen zu töten, solltet ihr trotzdem weiterhin als Verbindung zueinander treten. 50 Mal die Gesten machen, das schaffen wir ganz sicher. Und Bruder 3, Überfall Neudeutsch spielen, ja, das brauchen wir nicht, das haben wir schon gemacht. Okay. Also ein paar Sachen hier nebenbei. Ne? Vielleicht kommen wir die Woche ja nochmal zum Aufnehmen, wenn Herr Lupe nicht mehr da ist, Urlaub macht. Ja, vielleicht. Macht ja Spaß, so, dieses Spiel. So, Munition, da müssen wir gucken, wo da vorne. Hab, ja. Aber ich nicht. Oben bist du. Meins war gar nicht so leer. Hier ist die. Hier ist die was? Die Munitionskiste. Oh. Rüstung! Ja, da drüben ist auch eine. Achso, die ist gleich. Ja. Heiß. So, dann gucken wir mal, was machen wir als erstes? Wir haben hier, finde den Untergrund, töte den Radiosprecher, jemanden umbringen, das können wir doch besonders gut. Hast du die einfachste ausgewählt? Keine Ahnung, ich habe einfach eine ausgewählt. Hey, haben wir diese Batterie nicht schon in Laserschneider eingelegt gehabt? Nein, wir haben sie nur geholt. Wir haben sie, wir haben sie abgeholt. Wir müssen sie noch einlegen, ja. Wir können bloß gucken, ob wir noch irgendwas anderes machen können. Klein-Berlin. In den Untergrund finde das Verhörzentrum. In Klein-Berlin gibt es 2 Sachen. Gefangenen Anhänger 4. Sender. Und den Protohund, da gibt es auch mehr. Wir sollen nach Siegesburg, da gibt es bloß den tödlichen Radesprecher. Also hier müssen wir das eine machen. Okay.
Und halt, wenn du einen Hund siehst, mit der Pistole umbringen, auf seinen Sprengstoffgürtel schießen, Rüstung einsammeln. Also das ist der Trick. Ja. Der zum Sprengstoff. Den Gürtel vom Hund? Okay. Ja, der zum Sprengstoff rummelt. Deswegen ist mir schon ein Hund explodiert versehentlich. Die ist versehentlich okay. Ein Hund explodiert, bis sie mir auch Sender, von dem Marianne gesprochen hat. Ja, ich wollte ihn leise umbringen und plötzlich ist er in die Luft geflogen und ich war etwas verwirrt. Ah, guck mal, wir sind wieder hier. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Hier waren wir schon noch. Oh, falsche Waffe. Jawohl, Commander. Wer hat denn das jetzt gesehen, bitte? Du. Oh, Jäger! Ja, die gibt's auch noch. Ich bin... Ich komm mal zu dir. Denk dran, Nahkampf bringt sie sofort um. Oh, das war nicht gut. Ich bräuchte dann Wiederbelebung, jawohl. Stehst? Yep. Bam! Die Jägerin ist tot, komm mal hier rein in die... Zu mir. Dass wir mal kurz hier durchatmen können und Tee. Tee ist gut. Die kommen zu uns, wenn sie wollen. Oh. Nein, nein, was siehst du mich denn, du? Wo bist du denn? Nix, ich war nur so um die Ecke. Ich dachte, wir gehen hier hoch. Achso, du bist hier immer noch? Ja! Ich sag, wir gehen hier hoch und warten, bis die zu uns kommen. Ja, das bist du schon wieder. Granate! Sehr gute Idee, hat sich auch. Hast du auch eine geworfen? Ja. Nicht? Doch, habe ich. Ach, dann war das deine Granate, die mir vor den Füßen lag. Die mache ich. Jäger ist cool. Jäger ist tot. Ich kann die umrempeln, dann. Ist noch einer. Ja, Granate. Oh, die lebt immer noch. Tee? Ja. Da müssen wir ja 15 mal machen, ne? Ja. Oh, meine Messe. Weißt du, was mir immer passiert? Ich stehe vor denen und dann habe ich keine Messe mehr. Das ist ja traurig. Ja, aber dann bringst du sie doch einfach um. Dann nimmst ja, du die Waffe weg und bist du blöd für. Du musst dann da muss ich ja von hinten, oder nicht? Nee, von vorne geht genauso. Achso. Einfach mal ganz nah ran und auf Messer klicken. Dann pass auf, ich zeig's dir. Hab's getestet. Oh, gerade. Hab ihn gerade umgeworfen. Ich hab Umrennen drin. Wenn ich auf die zurenne, fallen sie einfach um. Ja, das klingt gut. Hier vorne sind noch Münzen. Okay. Dann gebe ich dir noch rein. Daumen hoch. Einfach weil wir es machen müssen. Schwester. Hey. Hm? Ach, da oben schießt irgendwas. Drohne oder Geschützturm. Nee, Gegner. Da ein Scharfschütze. Denke was. Ich dachte, ich bin im Feuer gelaufen oder so. Gar keinen Schaden. Hm. Hier habe ich immer das Gefühl, dass unser Erzfeind gekommen ist. Der lief doch da irgendwo entlang, oder? Was er bin? Ne, hier war's. Aber es war so was Ähnliches. Ist das jetzt so ein Tor, das Gelbe, was wir aufmachen können?
Oder nicht? Nö, das kann man so oder so. Nein, war fake. Alles gut. Ich glaube, da müssen wir aber rein, oder? Mädels, das Regime wird ein Treffen ganz in eurer Nähe abhalten. Mama ist das da. Geht zum Treffpunkt und versteckt ein Mikrofon im Telefon, damit wir an Informationen kommen. Viel Erfolg. Aber hier nicht auch noch so ein Ding drin? Nö. Einbildung. Munition und eine Münze. Zwei Münzen. Ach, hier ist ein Ding. Hier war ein Alarmteil. Die brauchen wir diesmal aber nicht. Achso, dann. Und irgendwo hier gab es auch Hunde, glaub ich. Such den Hund. Pistole habe ich drin. Ihr dachte, irgendwas geht nicht weiter, aber braucht man nur rumlaufen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, das war das Ding, wo letztes Mal die Totenkopftypen waren, wo wir nicht durchgekommen sind. Ja. Der Scharfschütze mit der Pistole. Hier gibt's noch eine Axt, wenn du, oder ein Messer. Jo. Hab so eine ganz leise Granate auf die geworfen, ist gut. Waffenmeister erhöht. Granate geworfen? Nee, Jäger ist auch da. So, du weißt hier von rein. Über dir. Wo ist denn der Jäger? Über dir. Auf dem Balkon oder was dazu. Hab keine Granaten mehr. Oh, meine ist gleich sonst wohin gelaufen. Ah, ich komm da nicht hoch. Ach, das ist eine Leiter. Ich bin so schlau. Wechsle Position! Noch ein Jäger, genau vor dir. Ist tot. Ah, das sind diese. Spezialküsten. Das ist eine Spezialkiste, kommt Spezialmunition. Krass. Ja, manchmal. Meistens ist da nur Kusch drin. Das stimmt. Also ich denke mal, dass du diesen Dinger platzieren musst, wenn das wieder da draußen ist. Kann man das hier unten nicht aufmachen oder irgendwie? Ah, hier. Aber da ist jetzt, achso. Macht dann die falsche Richtung. Und mal noch einer. Warte auf Codeabfrage, wo ist denn? Ach, da drüben. Aber das haben wir schon aufgemacht. Ah, hier oben mit einer fetten Waffe. Gehen wir wieder ein bisschen Munition. Ah, hier geht's herunter. Okay. So. Ja, aber runter wollen wir eigentlich nicht. Nee, wir wollen ja wieder hier raus, ne? Ich lese den Chat nicht, doch.
Guten Tag, Plumplum. Das war nur 5 Minuten verpennt. Hat keiner was geschrieben, aber ich meine, da war ich anderweitig beschäftigt. Ist der Ton gut? Also ist Herr Walker laut genug? Bin mir da nicht so sicher. Kannst du das machen, getarnt? Also erst in den Bus rein, dann Tarnung an und da drüben Mikrofon platzieren? Notfalls warte im Bus, mach eine neue Tarnung, du musst da hochkommen. Hier in den Eingang rein, ne? Ja. Ne, man muss hier irgendwie hoch. Ich weiß nicht, wo es hier hoch geht. Hier geht's rein. Okay. Ja, rein, aber hoch muss man ja. Etage höher. Da oben. Da über die Kisten. Oh, da ist was. Moment. Bin drin. Ich nicht. Und ich werde geschreddert von einem. Doch. Wie bist du da hochgekommen? Durchs Fenster reingehüpft. Ja, hier ist ein Fenster offen. Ja. Gut. Yeah, Stufenaufstieg. Oh, hier ist eine Diskette. Komm zu mir. Hier auf dem Tisch. Yep. Also Disketten immer merken, dort bleiben, das. Hast du das Geld hier? Ja. Hier liegt noch was von Nisbach. Ah, nee, hier ist kein Computer. Vergiss es. Hier liegt eine Kassette. Noch eine. Sehr schön. Ja. Oh, hier hängen unsere Verhandlungsplakate. Komm mal. Ich wollte schon immer. Tobi ist leiser. Ja, machen wir den doch. Wir sind auch mal Münzen, ne? Wenn du die meintest, wenn du nicht weißt. Hier. Falsche Richtung. Falsch. Genau. An. Jawohl. Die ist schon offen. Gut. Die hier auch? Ja. Gut. Ja, das sind zweimal Korn. Das sind zwei. Hier lang oder? Nö. Doch. Hier gibt's erstmal Munition. Ja, okay, gucken, wir waren hier nur nicht. Wir können jetzt mal umgucken. Hier geht's runter in den Aufzugsschacht. Da ist eine normale Treppe. Warte mal, warte mal. Wir können von hier oben eigentlich vielleicht den Typ ganz gut ausschalten, den Großen. Der hat keinen Totenkopf mehr auf dem Kopf. Nicht mehr. Geschützturm ist weg. Yep. Da muss ich meine 8 rausholen. Ne? Auf den Kopf geschossen oder wo drauf? Nö, einfach so. Ey, 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 hinter mir einer. Der hat mich umgeboxt, ganz frech. Der hat sich angeschlichen, hab ich mir nicht mal gehört. Hab ihn umgelegt dafür. Okay. Oh, Drohne. Ich höre doch da noch einen großen Roboter rumlaufen. Ja, ja, man hört die ganze Zeit pop, 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 aber. Ja, warte, Geschützturm, Vorsicht, Vorsicht, hinter dir! Ich bin weg. Hab's weg. Das sind nur die zwei Dicken da, ne? Ah, schon wieder einer hinter mir. Warum beschleichen die sich denn immer an? Verbot. Ja.
Raum. Aber die verstecken sich doch in der Ecke. Wo, wer schießt da? Oh, keine Munition mehr. Nein, da oben ist wieder einer hier oben. Oh, ich muss mal kurz in Deckung gehen. Ah, meine Fresse. Rüstung. Ach, falsche Waffe. Komm nicht durchs Fenster kaputt. Dann such mal. Die beste ist die, wenn er tot ist. Hinter uns wieder einer, hinter uns. Hier ist eine Kiste zum Öffnen. Da bin ich dabei. Der Hammer Jess, so genial. So. Jetzt kommen wir uns mal in Ruhe umgucken. Ja. Hier waren noch letztes Mal die Dinger drin. Die Geiseln? Ja, genau. Ja, das war hier. Hier kommt noch eine Jägertante. Wo? Hier durch den Gang. Okay, hab sie. Okay. Kaputt gemacht. Jetzt ist so. Oh, ich habe Fähigkeitspunkte. Passt auf. Wir haben von mehreren Quellen verstörende Berichte erhalten. Gut. Das Regime tötet in eurer Nähe scheinbar wahllos Zivilisten. Rettet so viele wie möglich. Okay. Wieder im Bus? Das wäre zu geil. Da ist ja noch Geld im Bus. Oder hast du das schon? Ja. Aber hab sie gerettet. Nice. Ja, aber war extrem schwer. Ich hab's fast nicht. Ich hab's fast nicht geschafft. So, ich hab den Diskette jetzt gerade nur bis was zum Entschlüsseln. Ich weiß immer noch nicht genau, welche Kisten man hier aufmachen kann. Die gelben? Aber ja. Och nee, hier ist nochmal Geld. Mach weg. Hier ist nochmal Geld. Warte mal. Keine Tür. Hier. Von Ende. Aber warum darf man denn nicht durchs Fenster? Dank euch machen wir große Fortschritte. Das Regime hat eine Heidenangst vor euch. Tobi noch lauter. Ja. Hab ich zwar noch gar nicht, aber jetzt werde ich es mal machen. Ich weiß auch nicht, warum er heute so leise ist. Du bist leiser wie sonst. Ich könnte ein bisschen jetzt näher das Mikrofon herschieben. Du musst das machen, nachdem ich dich lauter bin. Komm mal her. Ja, warte mal. So, jetzt besser vielleicht. Das hier ist eine Kiste, die man aufmachen kann. Guck, da ist das Laser-Symbol drauf. Okay, ja, okay. Und die anderen? Hey, Jess. Die anderen haben auch immer Symbole drauf. Der eine hat so ein Explosivding und der andere hat Feuer. Kansas City Computer Convention? Ich hab keine Munition mehr, glaube ich. Oder? Doch. Absolut. Wir sind dabei. Okay. Und der andere hat dieses Symbol, wie die Munition hat er drauf. Der ist dann orange. Okay, Moment. Hier ist aber nirgendwo ein... Guck hier, da! Das ist eine, wo man explodieren. Dafür braucht man diese Bumm-Dinger. Ich glaube, der drüben hat eine liegen lassen. Guck mal kurz. So, jetzt keine Waffe, oder? Die haben noch nicht die Waffe. Nee, das ist auch eine Waffe. Ja, die haben wir auch. Ah. Die fehlt noch. Das ist die letzte, was wir kriegen. Ja, warum? Ich habe auf 5 keine, auf 6 keine und dann ist auf 7, 8. Also müssen ja noch 2 fehlen, ne? Theoretisch gesehen. Ja, so, ich weiß bloß, dass eine ist, aber ich weiß nicht, welches ist natürlich. Jetzt habe ich vorhin das Diesel-Ding verschossen, ne? Und ich glaube, dass die hier Elektrokisten sind. Ich probier's mal. Nein, ich hätte sie nicht. Okay.
Was denn? Oh, hier ist eine Videokassette. Wird nicht lauter, wenn dann minimal. Ich müsste mich selbst lauter machen. Nee, theoretisch muss es jetzt passen, würde ich sagen. Hast du die Videokassette? Mhm. Okay. So, hast du irgendwo einen PC gesehen, dass ich jetzt das Ding entschlüsseln kann? Nein, aber hier muss man cool sein. Ah, jetzt habe ich sie, glaube. Die hier dürfte dafür sein. Was ist denn das? Die da ist neu. Ja, die sieht gut aus. Aber aufgemacht hat sie es nicht. Nein. Ja, hier waren wir noch gar nicht in dem Abschnitt hier. Oh, was ist das da? Unbekannte Munition. Ich will diese Waffe. Was? Da bist du. Hängefest. Hier bist du schon wieder reingekommen. Durchs Fenster. Du darfst nicht immer durch die Fenster klettern. Hier gibt's Geld. Ich suche noch das Fenster. Hier draußen gibt's Geld, aber da drüben steht auch ein Jäger, also. Das Geld brauchen wir, dann nimmt's nix. Ja, Münzen, hast du ja geholt jetzt, oder? Durchs Fenster raus. Yep. Okay. Ach, du willst da keinen Aufruhr machen. So. Oh, guck mal, was es hier gibt. Metrostation. Mhm. Oder auch nicht. Gesperrt, ne? Hier war noch eine Kassette. Oh, ich komm. Wo? Auf dem Tisch. Sicher? Ja, ja, hier lag sie, vielleicht hast du schon. Oh, hier auf dem Tisch. Hier war noch hier ein bisschen Geld. Und hier ist Lesbares in der Foto. Eingeschalten! Ja. Perfekt. Hey, warum war Papa wohl so launisch, bevor er verschwunden ist, Jess? Keine Ahnung. Das solltest du aber jetzt haben wir immer noch nicht gesehen. Ah, die Versprechen. Der Radiosprecher war auf der anderen Seite, glaube ich. Wir haben so richtig den Plan, ne? Ja, wir haben ja die neue Mission hier gekriegt. Deswegen haben wir uns abgebogen. Ich nehme die jetzt mit. Ach, die da habe ich gesucht. Ne, ist ein Laser. Der Überhammer. Der falsche. Die da. Ist da noch was drin? Oh ja, ich glaube, mit der kriege ich die Kiste hier auf, aber ich weiß es nicht. Das ist nicht die gleiche? Nee, nee, ist eine andere. Du hast eine abgefahrene Waffe. Cuthbert Cocksmith? Was ist das für ein Name? Ich weiß, genial, oder? Okay. Ach, das sind die Touristen hier. Ich wollte den gerade wegmähen. Touristen? Du meinst Geiseln. Oh. Oh, die Waffe ist so langsam. Ja. Du da, stopp! Hör! Aua! Tobi holt wieder die halbe Welt auf mich. Ah, hier gibt's noch Münzen. Willst du durchrennen, oder? Bin ich schon. Eieieiei.
Die Jägerin hat Bock auf mich. Ganz viel Bock. Ich geh mal. Tschüss. Nee, ich geh. Okay. Auf beiden Seiten gibt's 100 Münzen. Einmal hier und einmal bei anderen. Achtung. Hast du beide? Ja. Nee. Unsichtbare Mauer ganz weit. Hallo? Hallo? Hilfe! Ja, bin da. Bitte. Haben Sie mal einen Tee? Danke. Schau, mein Leben ist voll erlost. Hier waren wir aber heute schon. Hä? Ja, da haben wir angefangen. Warte, ich lock noch einen an. Ja, das passt. Oh, ich habe Charakterpunkte vor. Die habe ich jetzt. Das ich vielleicht noch. Ja, mach mal. Dann nochmal Münzen. Ich habe 4 Punkte, meine Fresse, okay. 4 Punkte, was habe ich hier? Du kannst schwere Waffen in deinem Inventar platzieren und verbessern. Halte V gedrückt, um sie in die Hand zu nehmen. Kostet 6 Punkte. Deine geworfenen beide Messer sind extrem wirkungsvoll und töten die meisten organischen Ziele mit nur einem Treffer. Hab mich, lohnt sich nicht so. Die Magazinkapazität von Kraftwaffen wird verdoppelt. Du erhöht die maximale Rüstungswert auf 200. 200 klingt gut. Ja, das nehme ich auch. Da habe ich immer noch 2 Punkte. Vielleicht kriege ich das Leben auch auf 200. Verstand? Achso, das habe ich noch von dem. Du findest Gesundheit, wenn du tote Gegner durchsuchst. Ja, von mir aus. Dann erhöht die maximale Gesundheit auf 200. Dankeschön. So, ich habe Geld. 2160 Münzen, alles klar. Also gut. Laserkraftwerk. Kann ich nichts mehr verbessern? Kann ich die Dinger aufwerten? Erdabstufe was? Irgendwann anders. Das Elektrokraftwerk. Da kann ich dann Schaft ändern. Ach ja, Waff. Yay, 200, 200. Umso besser wird es hier. Guten Tag, Unsichtbare. Ciao. Ah, ich beende mal die Folge. Nächste Folge töten wir auch den Radiosprecher. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.